März letzten Jahres hatte mich dann Corona auch erwischt. Es fing eigentlich relativ harmlos an. Es fühlte sich so ein bisschen an wie, ja, wie soll man es vergleichen, wie eine Bronchitis. Die ersten Tage hast du das Gefühl gehabt, legst dich ein bisschen aufs Sofa und dann wird wieder alles gut. Ja, und dann nach so 5-6 Tagen fing es dann wirklich innerhalb von ein paar Stunden an, dass diese Gliederschmerzen richtig kamen. Geschmackssinn war weg, Geruchssinn war weg. Die Atmung wurde immer schwerer und es ging eigentlich gar nichts mehr. Also der Gang zur Toilette war eine Herausforderung schon, obwohl die Toilette ein paar Meter vom Sofa weg war. Und ja, am Ende war es halt wirklich so, dass es davor stand, dass es in die Klinik ging. Die Ärztin hatte dann gesagt, wenn das morgen nicht besser wird, dann musst du ins Krankenhaus. Und am nächsten Morgen, zum Glück, so schnell wie es schlechter wurde, wurde es auch wieder besser. Ging es. Und ich war aber trotzdem natürlich noch über Wochen komplett geschwächt. An Arbeiten war 5-6 Wochen lang auch nach der Genesung nicht zu denken. Auch heute immer noch wieder Schwächeperioden. Das geht dann teilweise auch über Wochen, wo einfach der Körper komplett sagt, es geht nichts mehr, ich bin komplett platt, müde, erschöpft. Die Zuckerwerte sind komplett durch den Wind seitdem. Und ansonsten, es ist einfach ein Kampf. Und dieser Kampf, ja, der ist halt schon schwierig manchmal, weil man geht von Arzt zu Arzt, kriegt irgendwie keine wirkliche Aussage, keiner kann einem helfen. Dann hoffe ich halt, dass bei diesem Post-Covid-Programm im Helios Klinikum Hildesheim einfach mal ein Ergebnis rauskommt, was ist da wirklich los, und dann auch wirklich etwas, wo ich für mich wieder sehe, in die Richtung geht es und dass mir einfach geholfen wird. Und das ist meine große Hoffnung. Mein Name ist Jürgen Temjans. Ich bin ärztlicher Direktor hier am Standort Hildesheim des Helios Klinikums. Wir werden in Kürze ein neues Programm bei uns beginnen, ein Post-Corona-Check-up. Wir stellen doch vermehrt fest, dass Menschen, die die Corona-Infektion gut überstanden haben, oft Wochen, zum Teil Monate lang anschließend noch verschiedene Arten von Beschwerden aufweisen. Dieses als Long-Covid, auch im Volksmund beschriebene Problem wollen wir ganz sachlich und gründlich analysieren und untersuchen. Häufig können wir glücklicherweise feststellen, dass keine schweren organischen Erkrankungen zurückgeblieben sind, aber in Einzelfällen eben doch, bezogen auf mein Fachgebiet, die Kardiologie, kann es zu anhaltenden Herzschwäche kommen, als ein Beispiel, oder auch zu Herzrhythmusstörungen in der Folge einer Corona-Infektion. Wir nennen das eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis als Spätzustand. Dieses kann man klären, dieses sollte man klären, auch um den Patienten die Sorge zu nehmen, dass eine anhaltende, dauerhafte Erkrankung möglicherweise übrig bleibt. Deswegen haben wir hier ein strukturiertes Programm aufgelegt, was einen ganz transparenten und für alle gleichen Untersuchungsablauf vorsieht, wo all diese Fragen adressiert werden. Ja, ich heiße Michael Hamm, bin Chefarzt in der Pneumologie, also in der Lungenheilkunde. Die Corona-Infektion betrifft ja als erstes Zielorgan immer die Lunge. Es ist eine inhalative Infektion der Lunge, kann dann weitere Organsysteme eben mit betreffen, aber die Lunge ist das, was dem Patienten zunächst die meisten Probleme bereitet. Und auch nach einer Corona-Infektion klagen die meisten Patienten, die Spätfolgen haben, eben über Atemnot. Deswegen ist die Basis unseres Nachsorgeprogramms die Lungenfunktionsdiagnostik, um dort eventuelle Einschränkungen zu objektivieren mit verschiedenen Messverfahren. Und das Zweite, was zum Pflichtprogramm dann dazugehört, ist eine Überprüfung der körperlichen Belastbarkeit durch eine sogenannte Spiroergometrie, also eine Untersuchung, wo wir neben dem Belastungs-EKG auch die Atmung unter Belastung registrieren, die Sauerstoffversorgung messen können und objektivieren können, ob eine Einschränkung der körperlichen Belastbarkeit durch Restschäden an Lunge und oder Herz
nachzuweisen sind. Das war ein aufregender Tag heute hier in Hildesheim im Helios Klinikum. Die Ergebnisse waren für mich ganz gut. Ich habe jetzt einen Überblick, was die Infektion mit meinem Körper angerichtet hat, in meinem Körper. Und ich kann jetzt die nächsten Schritte angehen. Und ich kann sagen, diese Untersuchung ist definitiv jeden Cent wert.